Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute haben wir was anderes. Nicht unbedingt anders, aber anders. Denn, ihr seht es im Hintergrund, wir haben heute einen Dacia Jogger. Ich habe eben in der Aufnahme vorher Dacia Duster, weil das hat man irgendwie so im Kopf. Nee, es ist ein Dacia Jogger. Was kriegt er von uns? Ein Frontpaket, eine Aufbereitung und eine Keramikversiegelung. Ja, da könnt ihr es mal sehen, ne? Ich sage ja immer so schön, für mich, für uns ist es egal, ob ihr mit einem Dacia, mit einem, weiß nicht, VW Polo, einem Ford Fiesta oder einem Lamborghini Aventador SVJ kommt. Spielt für mich überhaupt keine Rolle, ist mir völlig egal. Hier wird jeder gleich behandelt, hier kriegt jeder den gleichen Service, hier kriegt jeder die gleiche Qualität. Qualität ist vielleicht in dem Punkt schon das Stichwort. Jan, das war eine Überleitung, ja? Ja, Junge. Also, Qualität. Wie ist eigentlich die Qualität von so einem Ding? Also, wie wird so ein Auto ausgegeben? Wie sieht so ein Auto aus? Wir müssen dazu sagen, das Auto ist nicht neu. Ich glaube, er hat ein paar hundert Kilometer drauf, also auch noch relativ frisch. Ja? Und wir vergleichen jetzt einfach mal einen hochpreisigen Sportwagen eines deutschen Herstellers versus hier, ich glaube, knapp 12.000, 13.000 Euro Listenneupreis. Wie ist da die Qualität? Also, nicht nur in Bezug auf Spaltmaß und das, was ihr von, weiß nicht, 17.000 anderen YouTubern und Fachjournalisten schon gesehen habt, sondern einfach mal zu gucken, okay, wie ist so ein Ding überhaupt, wie ist der lackiert, wie ist mit Staubanschlüssen im Lack, Hologramme, Kratzer, was auch immer. Ja? Wir gucken einfach mal, wir vergleichen einfach mal so ein bisschen. Das Ding ist tatsächlich, ich habe letzte Woche dem Jan davon erzählt, dass wir hier auch mal was anderes da haben oder wieder mal was anderes da haben und da kam eben einfach die Idee, mit zeitgleich, ja, ich kann es ja sagen, ihr seht es ja eh gleich, ein GT4 RS angeliefert bekommen haben, wo ich ein bisschen Gänsehaut bekommen habe. Auslieferungszustand, ja, schwierig. Seht ihr aber gleich. Ich habe mir eben mal den Dacia angeguckt und ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen erschrocken. Denn so schlecht, wie man erstmal jetzt denken würde, ist das gar nicht. Also Lackqualität, klar, das ist jetzt nicht perfekt und das ist auch nicht, ne, irgendwie, gerade so, ich sage jetzt mal, in Bezug auf Orangenhaut oder auch Klarlackauftrag, also sieht man das, ob da schön dick Klarlack drauf ist, so, ne, einfach vom Oberflächenbild her. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo man vielleicht jetzt drüber streiten kann, das ist zum Beispiel die Motorhaube, das blendet euch der Jan gleich mal ein. Da war jemand mit der Poliermaschine dran, der hat ja ein Kunstwerk erschaffen, ein Hologrammkunstwerk. Das ist aber tatsächlich auch so das Einzige, was ich zu dem Thema Lack an diesem Auto gefunden habe. Also der Rest sieht wirklich gut aus. Keine Hologramme, keine tiefen Cuts irgendwo schon drin. Es ist sehr gleichmäßig lackiert, was glaube ich bei so einem Farbton auch immer so ein bisschen ein Thema ist. Ne? Also es ist ja, ihr seht es ja, so ein Orange mit einem ziemlich krassen Metallic-Anteil drin. Auch so Spaltmaße und sowas ist echt gut. Für das Geld, Neuwagen, sorry, kannst du nicht meckern, kannst du echt nichts sagen. Ne? Wie gesagt, einziger Kritikpunkt, würde ich jetzt mal sagen, ist echt die nicht unbedingt schön aufbereitete, polierte Motorhaube. Aber das werden wir natürlich jetzt im Zuge der Aufbereitung dann ja, natürlich wieder in Ordnung bringen. Das war's zum Thema Dacia und gleich sehen wir uns wieder und dann gehen wir mal zusammen an den GT4 RS und ihr könnt mir glauben, da sieht es anders aus. Also, geht gleich weiter. One week later. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Klebers. Neuer Tag, neues Glück. Und weiter geht's mit der ja, Begutachtung vom GT4 RS. Und ich habe eben gerade schon mal mit dieser Lampe hier, die Profis unter euch werden sie kennen. Die hat mir der Martin von der Firma Paint Appeal mal ja, empfohlen, hat gesagt, du, die Lampe brauchst du, weil damit siehst du halt alles. Und das ist echt so, diese Lampe ist tödlich. Die sieht alles. Das werdet ihr gleich sehen. Der Jan blendet euch dann nachher mal so ein paar Aufnahmen rein von den Stellen, die wir korrigieren müssen. Und das ist leider bei dem Auto recht umfangreich. Ehrlich gesagt, auch hier wieder grenzwertig. Ne? Also, dass ein Fahrzeug so ausgeliefert wird, so an den Kunden geht, schwieriges Thema. Wir haben das Thema sehr häufig, sehr, sehr häufig, fast bei jedem Neuwagen, den wir angeliefert bekommen. Und genau aus dem Grund machen wir diesen Vergleich. Dacia Jogger, jetzt hätte ich fast wieder Duster gesagt, nee, es ist kein Duster, es ist ein Dacia Jogger versus GT4 RS. Und das ist schon ein ziemlich krasser Vergleich.
Das zeigt aber eigentlich ganz schön oder erklärt ganz schön das Thema, was wir immer wieder haben. Ne? Also warum muss so ein Auto aufbereitet werden, bevor es foliert wird? Warum machen wir dieses Theater? Ja, ihr werdet es gleich sehen, weil das ist tatsächlich so ein Zustand, wo man sagt, okay, jeder, der da eine Folie draufpackt, der hat es nicht verstanden. Ne? Und genau aus dem Grund sind unsere Kunden hier bei uns, ne? Weil wir sowas eben nicht machen, sondern das Thema wirklich von A bis Z einmal durchspielen. Ich würde sagen, Jan, wir gehen vielleicht mal so ein bisschen auf die Details ein. Ne? Das heißt, was haben wir hier überhaupt für Problemstellen, Problemzonen? Die Frauen sagen immer Problemzonen, ne? Deswegen... Ich habe gestern so Werbung gesehen, so mit so Creme und so. Egal, auf jeden Fall, eine Antifaltencreme hilft hier nicht. Hier ist es ja eine grobe Cut-Politur, die hier helfen würde. Ja, hier auf der Haube, seht ihr, haben wir schon mal so ein bisschen abgeklebt, haben wir eine, ja, ich sag mal, sehr unschöne Stelle. Das heißt, hier sieht man, dass jemand schon dran war. Also das heißt, wir haben Extender-Schleifspuren im Klarlack und das auch nicht zu knapp. Ne? Teilweise auch noch so ein, zwei etwas tiefere Cuts. Jan versucht jetzt gleich mal das zu filmen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie darstellen können, wobei das wahrscheinlich relativ schwierig wird. Aber selbst ohne Lampe, wenn man hier drauf schaut, hat man hier einen Bereich, wo man also sieht, okay, da war auf jeden Fall jemand dran. Vermutlich ein Staubkorn rausgeschliffen. Dann noch mal schnell kurz mit der groben Politur und dem Lammfell da drüber geschrubbt und das sieht dann genau so aus. Generell, da müssen wir auch gleich mal schauen, das sieht man hier ganz schön, wenn man da mit der Lampe drauf ist. Man sieht, dass der Lack total verkratzt ist. Also richtig, hier in den Kantenbereichen ist es fast schon matt geschliffen. Ne? Warum? Ich frag mich einfach, warum? Das ist ein neues Auto. Niegelnagelneues Auto. Ja, im vorderen Bereich, wie gesagt, gerade die Haube ist wirklich extrem schlimm. Frontschürze geht, das ist in Ordnung. Aber wir haben zum Beispiel hier, wenn der Jan jetzt mal so ein bisschen näher kommt, gucken, ob man das im Bild erkennt, hier haben wir so einen ganz langen Kratzer drin. Er geht hier einmal kurz so schön darüber. Auch hier oben drauf sieht man also wirklich, dass es richtig stark verkratzt ist und wie gesagt auch hier oben in den Kantenbereichen teilweise schon matt geschliffen ist. Ja, das Ganze zieht sich so eigentlich über das komplette Auto. Wir haben sehr viele Kalkflecken eingebrannt, gerade hier im Heckbereich. Da wird euch der Jan jetzt gleich nochmal so ein paar Detailaufnahmen einblenden. Was ich eben meinte mit dieser Kalkkruste, das ist hier quasi zwischen der Heckscheibe und der Heckklappe, ne, hier innen drin ist also wirklich so eine richtig schöne Kalkkruste. Ja, wie gesagt, Jan blendet euch jetzt noch mal ein bisschen was ein, dann geht's weiter. In so einem Zustand sollte so ein Fahrzeug, so ein hochwertiges Fahrzeug nicht ausgeliefert werden und deswegen auch genau der Vergleich mit einem Dacia. Wie sieht dieses Auto aus? Und da kann ich euch sagen, der war um Welten besser als der Porsche. Wer hätte es gedacht? Wir haben das Auto jetzt aufbereitet, also den Dacia aufbereitet, Keramik versiegelt, Frontpaket geklebt und die Folie mit einer Gummimembranversiegelung versiegelt. Und ich muss sagen, aufbereitungstechnisch war das echt ein sehr überschaubarer Zeitraum. Lass es mal irgendwie 6, 7, 8 Stunden gewesen sein, wenn überhaupt. Da war wirklich eine One-Step-Politur, einmal drüber, fertig, das war's. Partiell war ein bisschen mehr notwendig, jetzt gerade auf der Haube, weil auch da war schon mal jemand dran, vermutlich im Autohaus, und hat da versucht, irgendwie dran rumzupolieren. Da waren es einfach Hologramme, die wir dann da entfernen mussten, was auch jetzt keine Riesenaktion war. Das war es aber auch. Motorhaube hat ein bisschen Zeit gebraucht. Der Rest vom Auto war wirklich in einem Tip-Top-Zustand. Keine Polierreste, nichts durchpoliert, keine tiefen Cuts drin, keine Schleifspuren. Keine Staubeinschlüsse. Ich habe komischerweise an diesem Auto wirklich nicht einen einzigen Staubeinschluss gefunden. Und auch das ist ein Thema, das ist bei vielen anderen Fahrzeugen, Herstellern anders. Ne? Also ihr kennt es ja, wer uns bei Instagram folgt. Jan blendet jetzt hier unten mal unser Insta-Account ein. Dann werdet ihr wissen, dass wir auch bei Neufahrzeugen so hier und da mal Staubeinschlüsse ausschleifen müssen. Ja, was jetzt auch nicht tragisch ist, nicht unüblich ist, aber beim Dacia gab es keine Staubeinschlüsse im Lack. Jetzt muss man natürlich auch sagen,
Lackqualität Dacia versus Porsche, das ist schon was anderes. Muss man ganz klar sagen. Ne? Also, wir sind sehr dünn lackiert, beziehungsweise auch was Oberfläche angeht, Orangenhaut und so. Ja, auch nicht so richtig geil. Jetzt muss man aber mal überlegen, was das Teil kostet. Ich weiß nicht, 12, 13, 14.000 Euro, irgendwie sowas, keine Ahnung. Versus 200.000 Euro. Erschreckend. Also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Art und Umfang bei dem Auto ist jetzt vielleicht auch, ja, Jan, wir haben irgendwie mal gesagt, ne, wir machen mal so einen Vergleich. Neuwagen günstig versus Neuwagen etwas hochwertiger und ja, es hätte einfach nicht passender sein können. Ne? Muss man ganz klar sagen, es hätte nicht passender sein können. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt extra gewartet haben auf so ein Auto, ja? Sondern das hat sich halt jetzt einfach so ergeben. Ich habe zum Jan noch gesagt, du, wir kriegen da so ein GT4 RS und den nehmen wir dann und dann gucken wir einfach mal, vergleichen wir. So, das haben wir getan und wie gesagt, Ergebnis, wisst ihr mittlerweile, war echt erschreckend. Ja, das Fahrzeug ist soweit abgeklebt, das seht ihr hier, so hier und da die ganzen Kunststoffteile sind schon abgeklebt. Das heißt, im nächsten Step beginnen wir jetzt mit der Aufbereitung, mit der Lackkorrektur und wie gesagt, das wird bei dem Fahrzeug ein bisschen umfangreicher ausfallen. Wir werden uns jetzt erstmal vorrangig auf die Stellen oder auf die Bauteile konzentrieren, wo es wirklich einfach ein bisschen mehr zu machen gibt, wo also wirklich einfach Lackdefekte vorhanden sind und werden dann natürlich nachher versuchen, ob wir diese ganzen Kalkflecken, teilweise eingebrannten Kalkflecken, auch entfernt bekommen. Das ist gerade hinten im Heckbereich, Heckklappe, Übergang zu der Heckscheibe. Da sammelt sich immer schön das Wasser, das kenne ich von meinem Auto. Wenn man das nicht anständig trocknet, lässt das Wasser da drin stehen, das trocknet. Was haben wir, was bleibt übrig? Eine schöne, dicke Kalkkruste. Und ja, wie gesagt, da werden wir morgen beginnen. Heute ist Montag, das heißt, morgen früh geht es los mit dem Detailing an dem Fahrzeug. Und ein Dacia Duster. Ja, ach stimmt. Jogger, ist das echt Jogger? Stimmt. Ja, man hat so dieses Dacia Duster, hat man in dem Kopf, ne? Ja, okay.